immer schön leise. Ja, mach jetzt mal hier nicht so viel. Ich muss erstmal gucken, wo sind denn hier noch welche? Hier sind nur Wildtiere. Truthuhn. Fuchs. Hier ist nichts mehr, ne? Ich höre auch nichts, also ist hier nichts mehr. Gut. Lebt doch keine Leiche. So, Moment. Questmenü. Der Vergessene. Untersuche Brums Lager. Was mit ihm passiert ist, untersuche das Lagerfeuer. Machen wir 1000 Punkte. Können wir stecken. Kürzlich gelöscht. Also war hier letztens einer. Versuche das Lagerfeuer. Habe ich gerade gemacht. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Meinst du diese riesigen Klatscher da, oder was? Können wir sonst hier irgendwas looten, mitnehmen oder so? Nö, ne? Dann wollen wir doch mal gucken, wo es hier lang geht. Wem gehört dieses Messer? Untersuch das doch. Hat jemand Brom damit angegriffen? Vielleicht. Scheint noch mehr Blut zu sein und es führt von hier weg. Oh, wir müssen mal wieder was töten. Wo führt's denn hin? Gehen wir hier mal her. Nicht, dass du mir da runterfällst. Wir kennen das ja. Gesundheitlich geht es uns relativ gut gerade. Ja, ein Eimer. Wo? Ach, hier ist ein Eimer. Sie hat irgendwie ein bisschen Probleme, den zu untersuchen, ne? So, da war der Punkt. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Ja, dann gehen wir doch dem einfach mal hinterher. Mal schauen, wo es uns hinführt, wa? Wir können ja mal hier hochklettern. Was denn? Hier ist doch niemand. Ist niemand. Bleib doch mal entspannt. Ist irgendwas? Nö, ne? Alles gut. Alles gut, hier ist nichts passiert, hier gibt es nichts zu sehen. Bin jetzt raus, euch allen noch einen schönen Abend. Ringo, vielen Dank für dein Abo. Zweite Mal in Folge. Was für ein Fund. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich hoffe, ich konnte dich gut unterhalten mit Eloy. Ist ja so stellenweise, dass ich auch mal ein bisschen ruhiger bin, weil ich mich halt konzentrieren muss. Aber soll ja auch nicht Dauergequatsche sein, ne? Dann schönen Abend und wir sehen uns aller spätestens am Sonntag, wenn du möchtest, zu einer Fortführung unseres Let's Plays Resident Evil 7 Biohazard.
Diesmal werde ich Kevin Lucas ein wenig verprügeln. Dann gehe ich als Psychopath wieder. Schön weiter. Ich werde sie alle vernichten. Oder so. Was ist? Ist so laut hier. Gefällt mir gut. Dann hoffe ich, dass ich es Sonntag schaffe. 20 Uhr an dieser Stelle. Sollte funktionieren. So. Mutters Wiege. Hier waren wir ja schon mal irgendwie, warum auch immer. Aber hier geht's weiter. Lauf doch mal aufrecht, Mädchen. Du kriegst doch Rücken. Das ist verrückt. Ob das Blut im Lager wohl von diesem... Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Achso, ich dachte, das Schwein muss auf den Schrein. Oh, soll ich das wissen, ne? Folge den Spuren. Welchen Spuren? Diese Plünderer denn da? Wo habe ich denn mal eine Möglichkeit unterzukommen? Mir ein bisschen Übersicht holen, ohne dass die mich sehen. Das ist eine Kackposition hier. Vielleicht soll ich auch erst die Kleinen umbringen, aber ich habe hier wenig Möglichkeiten, in Deckung zu gehen. Ja, du bist aber auch wieder drauf. Ich verpiss mich. Der hat mich bestimmt nicht gesehen, oder? Oh Mensch, ich drück doch Q. Hier ist nichts los. Kackviech. Genau. Ich bin richtig. Die Frage ist ja, haben wir eventuell die Möglichkeit, wir haben immer noch kein Outfit, ne? Wir haben aber auch nichts Besseres, ne? Das ist also auch nichts hier. Gut, dann wollen wir jetzt mal töten. Komm, weniger aufhalten, mehr töten. Töten ist immer gut. Irgendein Gerät ist in der Nähe. Nicht gut. Nichts los. Natürlich noch super Wetter kommen, weißt du? Wetter, Wetter, Wetter. Alles gut, Leute. Hier ist nichts los. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. So, noch sind sie auch nicht los, Mensch.
war wohl mal ein Wächter. Dem auch immer ich folge. Er hat ihn erledigt. Ja, in dem Wetter ist es wahnsinnig schwer zu erkennen, wo du hinschießt, weil das Licht so groß ist, ne? Na komm. Ja, immer schön, wenn das Wetter so realistisch ist, weißt du? Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Na gut, aber du sollst nicht gucken, du sollst sammeln, Mädchen. Brom, wen interessiert denn Brom? Verderbnis. Ich fürchte, wir müssen mal wieder eine Spur festlegen, oder? Boah, ich sehe nichts. Es regnet ja, in Strömen. Echt? Ich meine, dir wird das wahrscheinlich noch wesentlich unangenehmer sein als mir, weil du wirst klitschnass. Diese Vorräte geplündert. So, hier kann man. Hier ist der Trigger. Brom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehen? Ich soll Brom finden. Also die Schwester oder was das war. Die Freundin, Lebensgefährte, was weiß ich. Die da oben auf dem Stein hockte. Die hat doch gesagt, Brom wäre weg. Und ich soll den Spuren folgen und gucken, wo Brömchen ist. Weißt du? Das ist jetzt die Quest. Ich soll Brom finden. Ja, entschuldige. Ich habe gedacht, du bist ein bisschen... Du hättest dich auch abrollen können, Mädchen. So, wir suchen jetzt gerade Brom. Der hinterlässt hier eine Menge Spuren. Aber wir sind halt wieder der Einzige, die Vorräte aus dem Lager, der sowas deuten kann. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Das ist eine gute Frage. Aber der Regen ist vorbei. Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue. Moment, wir können jemanden runterschubsen. Wo muss ich denn hin? Ich höre dir nicht zu. Du musst erst schwören. So, da sind wir. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue. Das hast du ja schon mal gesagt. Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? So. Reiß dich zusammen. Komm näher, dann muss ich nicht brüllen. Oder... Ich weiß, es ist hart, aber ich kann helfen. Faust, Hirn oder Herz? Was hättet ihr gern? Ich meine, dass die alle hier so leicht bekloppt sind, sind wir mittlerweile einig, ne? Das Gefühl kenne ich. Was? Wenn dich alle anbrüllen. Naja, wenn die 12 Stimmen, die du so im Kopf hast, dich anbrüllen, dann musst du mal zum Arzt gehen. Die sollten schon gefühlvoll mit dir reden. Also meine sind immer ganz nett. Also nicht immer. Manche sagen auch, du Idiot. Ja? Wie soll man denken, wenn man angebrüllt wird? Ja, das ist das Problem. Ja? Was wollen wir denn machen? Herz, Hirn oder Faust? Was hättet ihr gern?
Herz. Alles klar. Dann nehmen wir das Herz. Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Wo kommt die denn jetzt her? Urmutter sei Dank. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, bitte, Schwester. Ich kann dich nicht schützen. Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Bist du sicher? Wie willst du das wissen? Die Stimmen, die er hört, wollen Blut. Sogar deins. Aber er würde doch seiner Schwester nichts tun. Ich kümmere mich um ihn, seit ich 6 war. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Nee, ist ganz kleine Gefahr. Definitiv wegschließen. Die Stimme, die dir sagt, dass du Olara schützen willst, ist deine wahre Stimme. Hör auf sie und geh deinen eigenen Weg. Tut mir leid, Olara. Aber sie hat recht. Du wirst mir fehlen. Aber sie leisten mir Gesellschaft. Ich muss gehen. Nein, tu das nicht. Dann folge ich dir. Ich bring mich um, bevor ich dir wehtue, Schwester. Also folge mir nicht. Leb wohl. Alle haben immer gesagt, Broms Geist sei schwach. Doch du hast seine Stärke gehört. Nur jemand Starkes könnte seine Bürde tragen. Mhm. Wenigstens konnten wir leb wohl sagen. Dafür danke ich dir, Aloy. Aber jetzt muss ich allein sein. Du bist mir doch gefolgt. Ich bin dir doch nicht hinterhergerannt, Mädchen. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Wo ist die? Oh, ich will die haben. Ich sitze hier gerade so schön bequem, weißt du? So, Gott ist die deutsche Synchro nicht gut. Synchro ist on point. Ja, ja. So kleine Nachteile muss es haben, aber guckt euch mal die Grafik an. Ist das nicht geil? Jetzt mal ernsthaft, das ist doch mega, oder? So schön. Auch die Musik ist so schön. Diese ganz ruhigen Hintergrundgeräusche. Ah, ist doch toll. Zum Verlieben. So, haben wir eigentlich schon 19.24 Uhr? So, wo sind wir denn hier? Kann ich jetzt hier irgendwie runter? Na, wenn ich hier springe, dann tue ich mir doch nur wieder weh. So. Das haben wir ja schon mal ganz gut hingekriegt. Es geht ganz schön schnell. Ja, triff Rost am Tor. Haben wir denn noch irgendwo Quests? Können wir noch mal gucken, gibt es hier noch irgendwo Quests? Da ist das Tor. Die Feuer haben wir alle ange... Naja, fast alle. Hier hinten waren wir noch nicht. Plünderer-Areal. Ganz so weit hier hinten waren wir noch nicht, ne? Oder? Haben wir denn... Weiß jemand, gibt es hier noch irgendwo Quests, die ich machen kann? Weil so haben wir sie ja alle gemacht. Ich möchte gerne natürlich alle Quests entdecken, logischerweise. Ja, diese blöde Stolperfallen-Tutorial. Da muss ich mal gucken, wie wir das hinkriegen.